Olle, du musst jetzt was sagen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass du die Anmoderation machst. Ich denke, du willst sie machen. Also, ja, wir Freunde, streiten hier uns ist hier gerade, wer die wir streiten uns hier gerade, wer die Anmoderation macht, dann mache ich das. Also, Leute, hallo, ich bin da raus. PZ ist hier auch noch, Jorle ist hallo. Da auch noch. Wir quatschen alle noch ein bisschen durcheinander. Ehrlich. Ja, seit der letzten Aufnahme ist ein Absturz vergangen, vorübergegangen, durchs Land gegangen und ich und der PZ, wir sind jetzt wieder in unserem Kabuff hier, in der Zombie-WG und Jorle und Dustin, ihr seid wo? Wir sind jetzt halt Sache da, wo wir eigentlich hin wollten. Punkt. Okay. Wir müssen jetzt die Nacht überstehen. Ich und Patrick, wir überstehen jetzt die Nacht und kommen dann zu euch. Oder andersrum. Ja. Das ist der Plan. Ja, schade, dass Jorle jetzt nicht mit aufnimmt. Das wäre natürlich spannend, weil wir haben jetzt quasi so eine Gruppenbildung hier. Ja, soll ich machen, aber dann jetzt ist es zu spät. Nein, nein, wir machen das jetzt hier ganz easy going. Genau. Wir machen jetzt die bösen Zombies platt. Wir sind ja hier bei Profis. Das hat man ja schon an der Anmoderation gemerkt. Ja, ich auf jeden Fall. Wir haben, ich hätte eine Idee. Wir können uns ja, wenn ihr die Karte aufmacht, das andere große Häuschen, den treffen. Morgens. Wo treffen wir uns? Achso, morgens, ich dachte schon. Also nicht, dass ihr jetzt nochmal hierher kommt, weil wir looten ja hier jetzt gerade schon. Können wir uns von unserer Position aus, ist ja weiter rechts noch dieses eine größere Gebäude am Portland, an dieser Biegung der Straße. Ja, ich höre dir gerade zu, ne? Du weißt ja, jeder zweite Satz. Ich hab keinen Dunst. Was? Wir sollten uns jetzt mitten in der Nacht auf den Weg machen? Nein, für morgen. Ich glaube, das Wort morgen fiel irgendwann. Achso, okay. Hallo. Ach Gott. Ja, super. Nehmt die R-Taste aus meiner Tastatur. Ich wollte schon wieder nachladen. Ich hau sie dir nächstes Mal raus. So. Das hier nicht, ich mach dir meine Spitzhacke. Mach mir die Spitzhacke. Ich bin spitz wie eine Hacke. Ich mach euch die Spitzhacke. Okay, wir haben uns heute entschlossen, besonders viel Niveau in unsere Gespräche zu legen. Ich hoffe, das klappt. Mhm. Ich gehe jetzt gleich in die Mine zum Lachen. Ja, super. Was machen wir denn jetzt hier alleine? Ich bin ja neu in dem Spiel. Was passiert denn, wenn wir jetzt einfach losrennen hier? Ja, das können wir jetzt mal anhand des Mr. Flex ausprobieren, während er da hinten zu diesem Häuschen läuft. Wo soll ich hin? Ja. Lass ihn hier. Keine Ahnung, also vielleicht da hinten zu dem Häuschen gegenüber? Ja, ich versuch's gleich. Moment, ich muss mal kurz die Krankenschwester tun. Ja, ja. Kannst du's mitnehmen? Da. Oh. Darüber, ja? Ja. Gibt's mehr Deckung? Natürlich, mit der Taschenlampe. Was? Ich bin unterwegs. Ist doch gar keiner da. Was willst hinter du dir, denn? Hinter dir! Okay, ich hab nein, ihn. Nein, die sind total harmlos. Guck mal, jetzt bin ich hier drin und jetzt bin ich total in Sicherheit. Boah, du bist ein Held. Ja, hier ist aber nichts. Das Haus ist total leer. Ich fühle mich gerade schon wieder so ein bisschen ausgeschlossen von euch. Ihr habt schon... Ihr dominiert immer so. Dann so, rede mit und teile uns deine momentanen Emotionen und deine Situation bitte mit. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Also es ist hier wahnsinnig laut. Die Zombies sind extrem zahlreich. Extrem untot? Ich hab so eine Angst. Oh Gott. Gar nicht, was ihr euch immer so aufregt. Also ich bin jetzt hier allein in einem Haus, ja? Ich mache hier den Chuck Norris und... Geronimo! Mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf! Wovon redest denn du? Mach die Tür! Ah, der hat die Tür gar nicht... So, ich hab keine Tür zugemacht. Hi. Ja, das war klar. Ach, da bist du. Der gute Mr. Fleck lässt einfach hier mitten in der Zombie-Apokalypse die Tür offen. Natürlich, natürlich. Hier ist ja keiner reingekommen. Ich gehe mal in den Keller zum Lachen, ne, wie gesagt. Oh, hier ist übrigens das Fenster offen wenn im Keller. Wenn nicht, versteckt euch in der Mine. Ne, ich glaube, hier ist keine Mine, wo wir sind. Ne, wir sind rübergelaufen einfach. Total sinnlos. Hier kommt auch keiner. Total harmlos hier. Ich weiß gar nicht, was ihr euch so aufregt. Das ist total das Simple-Spiel. Wahrscheinlich sind die alle bei der Jorle momentan. Aber du hast den Dustin doch noch. Wollte ich gerade ja, erschießen. Dustin baut doch hier das halbe Gebäude ab. Da kommt übrigens was rein. Oh, was denn? Oh. Ich mach mal ein bisschen Licht. Ein Zombie. Oh, ich war gerade abkömmlich. Aber ich glaube, das war's. Ist alles halb so wild. Oh, der macht gerade einer den Kühlschrank kaputt. Ist schlimm, oder hast du was drin? Ja. Der will den abtauen, das ist der... Das ist der Abtauer. Das ist das Abtauen-Girl.
Ja, sollen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo anders hinlaufen? Ja. Oder sollen wir mal auf den... Warst du schon auf dem Dachboden? Nee, da war ich noch nicht. Dann ich bin hinter dir. Loote ich hier mal. Was ist das für ein blödes Haus? Nichts, nichts. Gar nichts. Jorle, willst du uns nicht deine derzeitigen Emotionen wieder mitteilen? Wir sind jetzt extra so... Hab ich. Okay, alles klar. So, Mr. Fleck, du bist dran. Ja. Ach so, der hat keine Emotionen, das ist Rambo. Oh, die Tür ist weg. Ja, Mann. Was ist das doch? Ach, ich hole ja von meinem Papo raus. Mach hier gleich den Roundhouse-Kick und dann ist Ruhe. So. Wo wir eben bei Niveau waren, ne? Wann packst du ja. nochmal deinen Knüppel, deine Keule aus? Ich hab Hunger. Warte mal, wo bist denn du? Ich bin in dem Nebenhaus. Ach so, dann komm ich mal dahin mit meiner Keule. Und ja, aber ich hab auch noch Suppe, also. Schön lecker Süppchen von Woody. Ich hab mich gerade durch die Wand geschossen und übrigens wieder Munition verballert. Das kennen wir ja von dir. Ach, wenn du nicht R drückst, ist alles in Ordnung. Randalierst du da oder sind das die Zombies? Nee. Du bist ganz vor. Wo bist denn du? Da, wo der Pfeil ist. Ja. Du bist genau auch da. Genau auch da. Doch. Ach, Schrotflinte. Hier, hey, ich hab Muni. Zweimal. Ja, ich hab keine Schrotflinte. Ach so, das ist natürlich blöd. Bist du oben? Ach, ich hab noch eine Schrotflinte. Eine zweite. Dann lad du die doch nach. Moment. Ach, guck mal hier. Das hier, mir geht die Muni alle. Deckst du mir mal den Rücken? Wenn ich dich finde. Hier, hier. Ja. Hallo, wir waren gerade im selben Raum. Möchtest du eigentlich, dass das Gebäude einstürzt, das Ding? Ja, ja, er sagt ja. Er möchte das Gebäude. Natürlich, machen wir es doch. Warum auch nicht? Kann man mal machen. Machten ihr da? Wir lassen das Gebäude einstürzen. Reiß die Bude ein. Warum hast du mir eigentlich die Schrotflinte gegeben? Du hast gesagt, du hast keine. Ich habe aber auch keine Blitz. Ja, aber die habe ich dir doch mitgegeben. Echt? Ja. Ach, da unten. Ach Mann, ja, jetzt konzentrieren Sie sich doch mal. Das Zeug, die spawnt doch immer so schnell. Mann, ey. So, das hört sich gut an. Okay. Ja? Was war das für ein Knochen? Ach, das war mein Magen. Du hast doch da den Schinken, keine Ahnung, was das war. Nee, aber mein Real-Life-Magen. Ach so. Denn sowas gibt's? Ja. Also während der ganzen... Also wir haben ja eben total Probleme gehabt. Irgendwie war der TS-Server offline. Das Spiel ist abgestürzt und alles Mögliche. Und ja, jetzt habe ich Hunger. Das ist auch der Grund, warum wir gerade so hysterisch sind. Genau. Es ist auch schon... Es ist 1.52 Uhr. Genau, sehr, sehr spät. Das heißt, ich müsste eigentlich schon im Bett sein. Ihr dürft ja etwas länger aufbleiben. Ihr seid ja schon älter. Wir haben doch aber Samstag... Da darfst du das auch. Aber nur bis 8. Ja, das, andersrum aber wird nur ein Schuh draus. In unserem Alter braucht man keinen Schlaf mehr. Ja, ich meine, das lohnt sich bei euch ja auch nicht mal. Jede halbe Stunde ist die Blase dann voll. Da muss man ja dauernd aufstehen. Na und, wir sind halt eben schon ein bisschen älter. Nein! Lass ihn! Oh Gott! Oh, jetzt schreck mich das, doch nicht so! Oh Gott! So, was denn? Gehen wir weiter? Aua. Oh, das danke. Ganze Na, ist Alter, hinter dir! Oh, mich hat's fast erschlagen, dass die... Oh. Alter, boah, Mann! Guck mal hier. Was denn? Ein Loch? Wer hat denn hier ein Loch gesprengt? Ich weiß es nicht. Ich guck mal, ob ich eine Spitzhacke hab. Nee, leider nicht. Keine. Ich hab eine Fackel dabei. Moment. Ich hab eine Taschenlampe. Gott, unsere... Welt ist schon so beschädigt, dass man sagen müsste, wir müssten eigentlich eine neue Welt aufmachen. Das ist ja grausam. Ich und Patrick, wir haben hier das Grab der Pharaonen gefunden. Ja, man sagte uns, du würdest dich da auskennen. Ich auch, Dustin. Ich auch. Tutanchamun. Nein, nein. Ach, Tutanchamun, der hatte Morbus Bechterew. Was? Gott. Ja, kennt ihr das nicht? Nee. Der Tutanchamun, der hatte so eine Wirbelmark, also so eine Wirbelversteifung. Man konnte sich nicht mehr bewegen. Und er hatte ja zwei kleine Kinder mit seiner Schwester. Und die Babys sind früh gestorben. Muss man leider so zugeben, weil die auch die Krankheit hatten. Do you want to know more? Yes, of course.
Ich könnte euch so ein paar Geschichten erzählen, aber das ist möchten alles Sie die Treppe hochkommen, der Herr? Oder soll ich Ihnen einen Treppenlift da anbauen? Okay, der Treppenlift, Moment. Komm da nicht rauf. Ja. In der nächsten Folge machen wir dann eine Minecraft-Adventure-Map. Nein. Dann hast du eine halbfertige Hunger Games-Map. So. Okay, er hat sich mit einem... Ja, okay. Sollen wir zum nächsten Baum, bis zum nächsten Haus laufen? Was macht ihr da? Oder soll ich Ihnen noch einen Stock geben? Ich habe mir eine Leiter gebaut. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ach, ich gehe jetzt einfach alleine. Das hat ja keinen Sinn mit dem alten Mann. Folge dir. Warum ist eigentlich in der Nacht dein Namenstag schwarz? Das gilt es noch herauszufinden. Ist das? Das stimmt, stimmt. Also der ist von dunkler. Patrick zumindest. Ja, deiner ist so dunkelgrau oder so. Das Ding baut uns hier gerade eine Treppe runter. Oder baust du eine Treppe zum Himmel? Guck mal hier, wie die heißen. Die Kommoden Nightstand. Heißt das da Nachtständer? Ja, ganz bestimmt. So, Moment. Boah, mein Englisch ist beschissen. Warte mal, wie viel Uhr haben wir? 4 Uhr, wir können bald aufbrechen. Ja, ich nehme einfach noch meine Zoom-Kiste. Ich suche meine Zoom-Kiste noch. Geh einfach mal in das Nachbarhaus hier. Hier ist bestimmt noch was Tolles drin. Raub die Nachbarn aus, raub die Nachbarn aus. Ich hab auch keinen Überblick mehr, wo wir schon drin waren und wo nicht. Ihr müsst das echt systematisch machen, weil ich habe schon gesehen, dass eure, also in den Videos geht immer in die Häuser, die wir ja eh schon gelootet haben. Das ist irgendwie so ein bisschen sinnbefreit. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht, ja klar. Nein. Nö. Ja. Nö. Ja. Nö. So, während die beiden Reime aus dem Kindergarten probieren, trinke ich hier erstmal was. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist die Jorle mit ihrem Kind. Ich hab doch gar keins. Gar schönes Spiel, ich spiele mit dir. Doch, das hier ist gerade das ist dein Logomotto. Mhm, da fragen immer alle, woher das ist. Das ist von dem Erlkönig, falls das irgendeinem... Ach so, ich dachte von Saw 1. Nein, es gibt tatsächlich auch in der heutigen Zeit noch Gedichte. War das von Schiller? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, oder? Schiller war die Glocke, die Glocke, sie haut mich aus der Socke. Natürlich. 1:1 nachge... Das Ding? Es ist 5 Uhr, du kannst ja nicht einfach so rumlatschen. So, das können wir auch, das ist total... Ja, echt, wirklich. Ist so voll... Ey, gar nichts so mehr mutig. Los. Ey, hier ist nichts mehr los, ne? Ich glaube, wir haben alles umgebracht. Oh Gott! Nein! Da kommen gerade 10 Zombies! Komm mal zu mir! Wo bist denn du? Was weiß ich denn, wo du bist? Oh, die haben die Tür gerade eingeschlagen. Fuck! Nein! Doch alles, Roger, ich bin noch hinter dir. Bau dir doch irgendwas davor. Schnell, fix. Oh, danke, das war der letzte. Ich musste gerade nachladen. Boah. Eliminated Newt Walker. Ja, danke. Die haben noch nichts dabei hier. Ein Flitzer, wir nennen die auch Flitzer. Newt Walker ist ein Flitzer. Ja, genau wie Nightstand, ne? Naja, okay. Ist mal gar nichts. Sollen wir mal wieder reingehen in mein heimliches Heim? Ja, was ist denn denn? Ach so, hier. Ich müsste mal... Ey, es gibt ja Scrap Metal hier. Krieg ich langsam Probleme mit den Nahrungsmitteln, muss ich sagen. Echt? Ich hab noch voll viel. Sag einfach Bescheid. Rück mir mal was rüber. Hier, Chicken-Ration. Was, Schinken? Chicken. Chicken. So. Moment, ich hau's dir einfach hier hin. Ja. Ah nee, das Chicken. Ach doch. Danke, Chicken. So. Einer muss sich ja um seine Familie hier kümmern. Aber. Ich meine, Jorl hat uns im Stich gelassen. Weil Jorl ist ja quasi hier so die Teammutter. Ja, bin Organisator. So, wir haben jetzt Master 6 of Disaster. Wir müssten eigentlich bald lostingeln können, oder? Boah, ich hab voll Angst. Wer atmet da so schwer? So sagen, sag mal, hast du Asthma, oder? Also, wer atmet schwer? Wer atmet so spät bei Nacht und Wind? Es ist der Mr. Fleck mit seinem
Ja. Rind. Rind. Mit seinem Hirsch. Ja, der mit dem Hirsch. Ja, den Hirsch müssen wir noch suchen. Mhm. Also wir haben ja die ganze Bude auseinandergenommen, kommt mir so vor.